Leonardo Cinoni, jetzt fangen wir nochmal an. Vorhin musste ich schnell gratulieren. Es ist ein hochstehendes. Zu Recht auch, ja. Ja, zu Recht. Es war eine hochstehende Serie, aber ihr habt euch gar nichts geschenkt, die beiden Teams. Auch das Goalie-Duell, es war Spektakel pur. Wenn Sie nochmal zurückschauen auf die 7 Spiele, wie sieht das aus in Ihren Augen? Ja, ich glaube, es ist auf und es ab. Wir haben sehr, sehr gut angefangen. Wir haben eigentlich das Team mitnehmen in die Finalserie. Und verlieren im ersten Match, was soll ich sagen, unglücklich oder blöd. Weiß auch nicht genau. Und haben uns, ja, das kann passieren. Ich meine, wir haben uns nicht beirren lassen, kommen wir nochmal auf den Sack rüber. Und irgendwann, ja. Was ist Ihnen dort durch den Kopf gegangen, als Sie 3-0 hinten drin waren? So etwas haben Sie auch noch nie erlebt. Im Finalserie? Nein, eben. Nein, es ist so. Es geht so schnell natürlich, wenn du alle 2 Tage spielst, hast du gar nicht so viel Zeit zum Überlegen. Aber wir haben gewusst, wir sind auf dem richtigen Weg. Es hat sehr, sehr wenig gefehlt. Und dann eben irgendwann hat es gefehlt. Es ist etwas, was schön ist, unglaublich ist. Ich glaube, die Mannschaft hat es extrem verdient. Wir sind vor fast einem Jahr da gestanden. 50 Nasen da. Ein riesen Fest, muss ich sagen. Aber noch nicht so ein grosses Fest wie jetzt. Es hat noch eine Frage. Also es hat immer die Sprüche gegeben, dass der Leonardo Cinoni nur in Ungarn ein Jahr Meister werden kann. Haben Sie das mitgekriegt? Was können Sie denn dem sagen? Ja, ich kann nicht so gut zählen. Was meinst du? Ich kann nicht so gut zählen. Gratuliere. Ja.